Was ist das? Schlüsselobjektkarte. Codekarte 60. Sehr schön. Ja, unsere Aufgabe ist es auch, Codekarten zu sammeln. Sech. La 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 la. Diva. Ich hoffe, Iris geht es gut. Barrett. Jetzt kommt's drauf an. Verrate ich bloß nicht. Ja. Schlaf ein. Schlaf ein. Uah. Wunderbar. Jetzt geht's los. Schau sie dir nur an. Die Wachposten rennen herum wie aufgescheuchte Hühner. Cloud, du gehst mal raus. Gib uns ein Zeichen, sobald wir nachholen können. Okay. Ja, das ist ein kleines Mini-Feature. Jetzt wird spannend. Wunderbar. So. Warte, bis die Soldaten sich umdrehen und drücke dann OK und als Zeichen für den die anderen. Okay, lauf. 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 Wuh! Und lauf. Hier wird es jetzt wieder interessanter. Hier die Rennen und ich bin mal gespannt, ob ich diesmal auf den ersten Anhieb es gleich schaffe. Weil es muss ja nicht nur ich durch, nein, auch die anderen müssen noch durch. Drei, zwei, eins. Gut, Barrett ist durch. Jetzt tiefer. Tiefer Lauf. 3, 2, 1, Lauf. Lauf. Gut, wir haben es geschafft. Okay, jetzt steigt die Party. Vergiss nicht, wir sind hier, um Iris zu retten. Teufel, ich weiß. Ja, der Teufel weiß es. So. Nun gut. Wo bleibt's denn? Hat sie ihre Codekarte vergessen? Oberhalb der 60. Stocks haben auch Firmenmitarbeiter nur mit Codekarte Zutritt. Was mit dem hier, Junge? Wer zum Geier bist du? Was hast du hier zu suchen? Oh, ich verstehe. Also bist du vermutlich, wie heißt das nochmal? Shindra Incorporation Reparaturabteilung? Sieht aus, als würde sich das Gebäude hier langsam in seine Bestandteile auflösen. Die Tür hier steht sperrenweit offen. Du musst sofort in Ordnung gebracht werden. Wenn du schon dabei bist, kannst du dich auch gleich um die anderen Stockwerke kümmern. Ich gebe dir das hier. Sehr schön, die 62. So. Forschung. Angenehm. Dies ist das Büro des Bürgermeisters von Midgar. Herr Domino ist in seinem Büro. Ich bin der stellvertretende Bürgermeister. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an mich. Angenehm. Ich bin ein stellvertretender Bürgermeister. Und hier. Oh, wer können Sie sein? Sie sind sicher, dass ich Domino Bürgermeister von Midgar. Ich bin aber nur pro form Bürgermeister. Pro form, ja. Die Stadt und alles in ihr wird von Shindra Incorporation geführt. Mein einziger echter Job besteht darin, Shindra-Dokumente zu verwalten. Ich, der Bürgermeister, ein Bibliothekar. Oh. Sie möchten nach oben. Wenn Sie das Passwort erraten geben, gebe ich Ihnen meine Codekarte. Ja, genau, erraten Sie das Passwort und ich gebe Ihnen meine Codekarte. Wenn Sie beim ersten Versuch erraten, bekommen Sie noch ein Spezialobjekt als Zugabe. So. Haben Sie mit dem Bürgermeister gesprochen? Was? Ein Passwort? Ach, verstehe. Der hat zu viel Zeit, aber der hat keine Schuld. Aber da hat er keine Schuld. Denn im Mittel kontrolliert der Präsident Shinranis. Vielleicht kann ich helfen. Hilfe. Was wollen Sie wissen? Hilfe. Natürlich. Okay.
Als Beamter muss ich den Bürgern dienen. Hier ist ein Hinweis. Gib ihm das Geld. Oh, fein, vielen Dank. Hören Sie zu, in diesem Stock gibt es 4 Bibliotheken. Für 4 Bereiche der Shinran Corporation. In jeder seiner Teile das Passwort versteckt. Sie müssen die Akten in jedem Raum genau anschauen. Der Bibliotheksname steht jeweils auf dem Schild vor der Tür. Das war der Tipp für 500. Den nächsten Hinweis. Natürlich, okay, also nur bla bla bla. Alter, vergiss es, ich geb... Bist du... Nee, das kannst mir am Arsch lecken, 1000. Meine letzten Pennies hier rausrücken. Ach, scheiß drauf, versuchen wir's einfach mal. Alles klar, dann sag's. Marco! Das klingt gut, Marco. Wenn ich mehr hätte, wäre ich ein echter Bürgermeister. Okay, nehmen Sie... Codekarte 65. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie beim ersten Versuch schaffen. Man soll eben nie nach dem Außen urteilen, genau wie bei Büchern. Aber versprechen hier noch etwas. Nebenwirkung. Sie fragen, weshalb ich sowas tue? Natürlich aus Rache. Shinra hat mich gequält. Deshalb war ich eben etwas unfreundlich. Fahr doch hoch und zeig's denen mal so richtig. Die werden sich wundern. Ich bin so ein Genie, so ein böser, böser Genie. Okay, was? Nebenwirkung. Ordnen, tauschen. So. Dann gehen wir mal wieder ein Stöckchen hoch. In die 63. Da. 63. So. Piep, piep, prüfe Codekarte. Arbeitsstufe B, okay. Du darfst maximal 3 Türen auf diese Etage öffnen. Knack. Tausche deine Kupons gegen Objekte ein. Achtung, nie unbesonnen die Lüftungsschächte betreten, da das ist gefährlich. Okay. Ein Lüftungsschacht. Sieht nicht so aus, als könnte ich hineinklettern. 3 Türen. 3 Türen. Nun gut. Nun gut. Nein. Ich kann nur 3 Türen öffnen. 3. Aber ich weiß, dass man irgendwie an alle Gegenstände kommt. Ich probiere es einfach mal. Ja. 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 Coupon A. Okay, warte mal. Besseren Überblick. Scheiß drauf. Schauen wir mal da rein. Ja, ziehen wir uns mal um. Ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Also man kann alle 3 Coupons holen. Und das versuchen wir jetzt auch mal. Alles löschen. Okay. Ja, wir wollen alles gelöscht werden. Löschen. Gelöscht. Du darfst 3 maximal Türen öffnen. Bla bla bla. Okay. Also wir können alle Coupons einsammeln. Es ist möglich. 1, 2, 3, 4.
Was hier war das nochmal? 1, 2, 3, 4, 4. Ja. Junger Vater, du. Ja. Und ja. Ja, ja. Einen besseren Überblick. 1, 2, 3. Verdammt, wie war das nochmal? Ach, egal. Ich versuch's noch einmal und wenn es dann nicht klappt, dann nehme ich einfach nur die beiden und gut ist. Also wir löschen nochmal alles. Und aber ich wusste mal, wie das geht. Das merkt man sich einfach nicht. Gelöscht. Du darfst drei maximal Türen auf dieser Etage öffnen. Jawohl. Drei. Sie wären 1, 2. Eins. Zwei. Reinklettern, ja. Zwei. Wir haben es geschafft. Ich habe doch gewusst, es ging irgendwie. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Falls ihr euch fragt, hä, wieso? Und keine Ahnung. Maximal drei Türen. So, jetzt nach oben. Dann schauen wir da runter. Holen uns das hier. Und mit Nummer 3 kann man die Tür öffnen. Und das letzte zu holen. So, jetzt haben wir alle drei und jetzt haben wir alles hier geholt. Aber nur zur Information, ihr müsst den Raum nicht machen. Es ist kein Muss, man kann, es ist aber kein Muss. Ich mache ihn meistens gern mit. Alles, was man mitnehmen kann, hat man. Aber ihr werdet ja gleich sehen, was man rausbekommt und ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Kupon eintauschen. Du kannst deine Kupons gegen Objekte eintauschen. Die folgenden Objekte... Objekte stehen zur Wahl. Sternmedaillon für Fassungen, Materie alle. Unbedingt beachten, wenn du erstmal einmal Kupons gegen Objekte eingelöst hast, kannst du die Funktion alle löschen nicht mehr verwenden. Ja, wir haben ja alle Kupons. Sternmedaillon für Fassungen, Materie alle. Schützt vor Gift. Brauchen wir das? Nehmen wir mal mit. Alle, wir können mal Genesung alle machen, dann können wir alle unsere Teammitglieder heilen. So, dann haben wir das ja jetzt erfolgreich abgeschlossen. Dann gehen wir mal einen Stockwerk höher. Könnte man hier noch irgendwas holen? Abgeschlossen, abgeschlossen.
Ist das ein Megafon? So was brauche ich nicht. Ein Megafon. Steht da. Wir ruhen uns ein bisschen aus, ohne Pause weiter. Bitte seid ein bisschen leiser. Ja. So, speichern wir mal wieder eine Runde. Sind wir ja schon ein gutes Stückchen vorangekommen. Schöner Gebäude für nächstes Stockwerk, sehr schön. Objekt. Schlüsselobjekt. 65. Gut, wir können. Wir brauchen ja wohl nichts machen. Dann gehen wir doch gleich mal ins 65. Stockwerk. Abgeschlossen. Ah ja. Okay. Hier ist unsere Aufgabe. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ja. Alle Teile von Shinra wieder einsetzen. Und mit jedem Teil öffnet sich eine neue Kiste. Midgar geboren aus Marco-Energie. Die der Welt entzogen wird. Teile des Modells mit Rätsel einlegen. Bitte, dann hat sich etwas geöffnet. Ja, und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Und Zufallskämpfe! Yay! Aber wir haben ja noch den Kreuzschlag. Also mein Limit zumindest. Und damit können wir mal richtig mal zeigen, wo hier die Haare hängt. Zack, zack, zack! Bloß welche Reihenfolge, wie was aufgeht, oh, das weiß ich nicht. Das heißt einfach nur probieren und geht über studieren. Ja, das hat er schon gesagt, der Junge. Ja, einfügen und klack. Ja. Hier folgt ein Rätsel nach dem anderen. Ich probiere einfach mal Glück mal hier. Nein. Wir kämpfen erstmal und dann probiere ich mein Glück da. Und Feuerball. Blank? Nein. Haben wir noch einen Blitz rein. Mach dich platt, Junge! Ja, hast du noch von? Renn weg! Renn bloß weg! Mann, die Splatt! Abgeschlossen. Was an einem Haupt? Was an hier? Ja! Oh! Ein Rätsel für dich und mich. Geboren aus Marco-Energie. Mit Kartellen einsetzen. Da hätte sich was geöffnet. Vielleicht der hier jetzt? Abgeschlossen. Din, din, din. So, ah, jawohl. Die Sonne scheint bei mir zu Hause. Er macht mich voll. Und wir hetzen das Teil mal ein. Die Sonne scheint. Parapapapa. Ich liebe es. So, das müssen jetzt alle gewesen sein. Also alle Teile, weil ja Sektor 7 existiert ja nicht mehr. Wie man sogar hier auf dem Bildschirm sieht. Haben wir direkt mitgemacht. Respekt. Gleich eingeschlagen, richtig hier Zerstörungswut rausgelassen und so. Ja. Einen schönen Blitz. Eine schöne Heilung. Und einen schönen Angriff.
So. Ja. Oh, war das knapp. So geht es immer weiter. Jetzt ist die Chance auf Mist da. Und die wird natürlich bei jedem Limit immer höher.